Stuttgart liest ein Buch. Machit de Mor. Sturmflut. Vom 14. bis 26. Mai 2012. Ja, in Shakespeares Wintermärchen liegt ja Böhmen am Meer. Und dieser poetische Fehler, dieses magische Böhmen, zieht sich ja durch die Literatur bis heute. Und ich freue mich sehr, dass nun auch im nächsten Mai jedenfalls Stuttgart auch einmal am Meer liegen wird. Margret de Mor sei es gedankt in ihrem Roman Sturmflut, wobei wir in dem Fall wirklich für die Fiktion dankbar sein können, da sich das Meer in diesem Roman ja von seiner unbarmherzigsten, brutalsten Seite zeigt. Wobei natürlich auch eine Stadt wie Stuttgart, die wohl zu den meerfernsten Europas zählt, nicht gefeit ist vor Katastrophen, nicht vor kollektiven Katastrophen, auch nicht vor persönlichen Katastrophen. Beides wird ja im Roman von Margret de Mor ineinander gespiegelt. Die große Flutkatastrophe von 1953, wo halb Holland versinkt und Tausende von Menschen, und gleichzeitig die innere persönliche Katastrophe von Amanda, die ihre Schwester verliert. Beide Stürme sind mir noch sehr lautstark im Ohr, als Margret de Mor vor gut 5 Jahren hier ihren Roman Sturmflut im Literaturhaus vorstellte. Und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen. Stuttgart liest ein Buch. Lesen Sie mit. Alle Infos und Termine unter www.stuttgartliesteinbuch.de.